Willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einer neuen Let's Play-Reihe. Und zwar im Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Florius und ich dachten uns, wir machen mal so eine Runde. Und wir sind gerade in Brüssel und jetzt geht's nach Amsterdam, ne? Oder? Nee, falsch. Nee. Luxemburg und die Sau hat mich gerammt. Also wir sind heute sehr impulsive Fahrer, sehr temperamentvolle. Tut mir leid, den muss ich jetzt... Ja, kannst, tut mir leid. Kannst du mal den Typen da links neben dir rammen, den Dennis Van Meer? Ich stell mich mal gleich quer. Nee, komm, das lassen wir sein. Wir sind ja sehr vernünftige Fahrer. Ich hab noch mal einen Warnblink an. Guck mal nach hinten, bitte, ja? Was machst du da? Ich küsse den nur. Tuschiere den. Kennt ihr das beim Fahrrad? Da gab es immer früher diese dämlichen Reifenküsse. Die haben einen garantiert aus der Bahn gebracht. Ja, ja. Die berühmten, genau. Ja. Genau die. So. Wie viele Tonnen habe ich eigentlich hinter mir? Ich habe 14 Tonnen Spanplatten übrigens, ne? Also. So, jetzt müssen wir hier gerade aus. In der Stadt ruckelt es ein bisschen. Ich hoffe, dass sich das gleich legt, aber sollte eigentlich. Ja, jetzt steigt die Frame. Aber es ist besser als beim Monster-Konvoi, ne? Ja, Florian und ich waren nämlich dabei beim Monster-Konvoi. Und ne? Florian, sag doch mal, wie fandst du es? Es war grauenhaft, muss man mal sagen. Also es fing ganz nett an, da standen sie alle in einer langen Schlange auf dem Standstreifen am gewünschten Platz, ne, wo halt alle hinbestellt worden sind. Aber dann fing alles, also das Grauen fing eigentlich mit einem Server-Update an. Bist du noch hinter mir? Du bist schneller als ich. Du hast, ich weiß nicht, wie viele Tonnen du hast. Du hast, glaube ich, 7 Wagen drauf oder 6, ne? Ja. Also, es fing ganz nett an, aber man muss ja auch schon sagen, also ich stand ja in der Schlange direkt am Anfang. Ja. Es ist so gewesen, es war ein fürchterliches Gehupe und vor allen Dingen auch Gefliege. Ja, also, weil dann aller Leute ineinander gespawnt sind, nachdem der Server... Ja, genau. Wurde. Und das war so unfassbar krass. Ja, das war's. So, der Monster-Konvoi war also auf jeden Fall eine Erfahrung. Wir haben dann immer versucht über Umwege, bis wir dann erfahren haben, dass nach Frankfurt schon Schluss war. Ja, irgendwie, also man weiß ja nichts Genaues jetzt, aber irgendwie sowas war da. Naja. So, Florian, dann beeil dich mal ein bisschen. Ja, boah, ich eile. Florian schwört nämlich auf... Du wirst es ja wohl nicht wagen, jetzt da reinzufahren. Florian schwört nämlich auf Volvo und ich sage ja, mal, Volvo aber ist nicht man meins. Muss dazu sagen, ich bin ja nicht so, ich habe mir Geld gecheatet, muss man mal sagen, ne? Das gebe ich auch wirklich. Florian, wer macht denn solche Sachen? Ne? Aber ich habe mir keine Erfahrungspunkte gecheatet, ne? Nicht so wie hier einer da vor mir, ne? Also einfach neues Profil und so, ne? Hier, ja, klar. Das kann jeder, ne? Ich muss tatsächlich mal sagen, ich habe mir für den Multiplayer ein neues Profil, weil ich mir dachte, das muss sein, weil sonst ist auch irgendwie blöd. Ich verstehe aber auch absolut die Leute, die sagen, das ist scheiße. Boah, jetzt muss ich mich hier gerade mal ein bisschen konzentrieren. Verstehe ich auch, ist mir aber trotzdem irgendwie egal. Was ist denn? Hast du hier Probleme mit der Kurve oder was? Ja, da hatte ich ein Problem mit der Kurve, Florian. Ach, das ist aber schade. Ja, das ist schade. Hast so. Du recht. Jetzt fahre ich. Ja, aber wenn ich den richtigen Motor habe, also den Ultramotor, dann komme ich aber hier mit meinem Volvo um die Ecke. Ja, ich weiß auch nicht, also ich wollte eigentlich das Geld so ausgeben, dass ich jetzt mal wieder vernünftig wenig Geld habe, weil irgendwie kann man sich ja dann auch alles kaufen, aber ich krieg das Geld nicht ausgegeben. Diese 1,2 Milliarden, die werden einfach nicht weniger. Ich bemühe mich da wirklich, aber... Ist auch ein bisschen viel, muss man sagen, ne? Ja, das ist ein bisschen viel. Ich weiß auch nicht, also der muss ja auch Geld gecheatet haben, der diesen Account erstellt hat. Ja klar, sonst kommst du auch nicht... Der wird nicht rammen, diesen. Der rammt nicht. Der rammt dich? Nein, der rammt nicht. Achso. Aber das ist wieder dieser Dennis Van Meer. Doch, den ramme ich gleich. Soll ich den rammen? Sollen wir uns querstellen? Nee, lass den mal kurz vorbei. Oder guck mal, ob der. Was tut der? Guck. Ah, jetzt ist hier sowieso eine Baustelle. Da muss ich sowieso sehr langsam fahren. Eine Baustelle? Junge! Stopp! Soll ich den reinrammen? Soll ich? Der wäre mir fast reingefahren. Bei der Baustelle hier. Hier steht er nicht groß genug dran.
Oh nee, das ist aber auch eng hier, muss man mal sagen. Ja, deswegen soll der auch nicht neben mir fahren. Das ist Jawoll, das kriegt er zurück. So, so. jetzt reicht's mir. Ja, aber wir sind jetzt richtig langsam, ne? Muss man dazu sagen. Den Ja, kriegen jetzt fährt er wir. geradeaus, glaube ich. Na gut, damit ist sowieso vorbei. Hat er Glück gehabt. Ja, den Namen müssen wir uns merken, ne? Also der ist dann als nächstes dran. Den krallen wir uns. Scheißkerl. Dem schneide ich mal. Also, ne. Mag ich nicht. Solche Leute. Dann geht's noch langsamer immer. So, du bist noch hinter mir, ne? Ich bin hinter dir, ja, Ja. im Sicherheitsabstand. Ja. Merkt das schon, im großzügigen Sicherheitsabstand. Pass auf, wenn ich gleich hier, ne, hier ein Küsschen gebe, ne, dann Ja. darfst du dich nicht überraschen. Ich glaube, ich gebe dir gleich mal ein Küsschen, ich Nee, näher das mich kriegst du gerade. gar nicht hin. Doch, komm. Nee, ach. Ah, ne, jetzt haut er wirklich ab. Wohl, komm, die Masse drückt mich vielleicht noch ein bisschen hier. Komm schon. Muss hier echt ein bisschen gucken, dass ich jetzt Gas gebe. Vielleicht ein bisschen Ballast abwerfen gleich. Ein paar Spanplatten weniger. Ey, komm, Viel Spaß. RZ2. Nee, lass es. Lass es. Hat er sich dazwischen gesetzt? Oh, nee. Was hat er gemacht? Kinder, ich werde gerade die ganze Zeit von hinten angerammelt. Nennen wir es mal Warum? angerammelt. Ha, der ist gestorben, der ist gestorben. Ja. Ich habe nur im Rückspiegel gesehen, der hat sich einmal über die Leitplanke gewickelt. Jawohl. Hast du Also seine ein gerechte Nerv. Strafe erhalten? Ja, dafür. Boah. Ja, toll. 2% an der Zugmaschine und 5% am Auflieger. Naja, Zugmaschine, die Lichtmaschine, das ist ein Schaden an der Lichtmaschine. aber ich glaube, der hat es endgültig hinter sich, der mir da reingefahren ist, weil ich habe im Rückspiegel gesehen, der ist auf einfach weggeflogen. Ne? Das ist nämlich das Lustige. Manchmal trifft es auch die Leute, die einen rammen. Ne? Aber es So, sind nicht so Rechte am wie Spiel. schnell fahren wir eigentlich gerade? Wir fahren 138, also ich fahre 138. Fahre 144, 43, Ach du Sch. 42. Ne, So. und dann wundert man sich, dass man nicht mehr bremsen kann, ne? Ja. 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 Das ist ja alles noch im toleranten Bereich. Jetzt wird es ein bisschen kurvig, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen abbremsen. Nee, finde ich Doch. nicht. Oh, ich habe schon die Bremslichter gesehen. Oh. So. Dann geht's jetzt also weiter. So, gleich gibt's ein Küsschen. Ich gebe dir gleich auch mal ein Küsschen. So, übernachten wollen wir nicht, ne? Nee, Nee. nee. So, 41 Kilometer noch, dann sind wir ja schon da. Ach, das geht aber ratzfatz hier. Das geht ratzfatz. Ohne Tempobegrenzung ist das hier alles eine ganz nette Sache. Wo sehe ich? Ich sehe dich gar nicht. Ach doch, jetzt sehe ich dich wieder so Ja, ganz gut. jetzt. Ich mach mal Fernlicht an, dann siehst du mich vielleicht besser. Ich bremse mal ein bisschen ab, dann hast du auch die Chance, mal wieder aufzuholen, ja? Dann gebe ich dir ein Küsschen, muss aufpassen. Steht da ein. Achso, nee, das ist ein Traktor. Ich dachte gerade, da steht ein Spieler auf dem Feld. Das wäre lustig. Das kommt auch immer wieder vor. Ja? Ja. Boah, jetzt sind wir ja schon an der Grenze hier. Boah. Ja, also war schon an der Grenze. So, und das Ziel ist in Sicht. Ja? Ja. Dann ist jetzt Zeit für ein Küsschen, ne? Nee, lass mal dein Küsschen da stecken. Sonst ich. Guck mal, ich habe leicht beschädigbare Fracht. Das können wir machen, wenn die Fracht abgeladen ist. Bis jetzt habe ich mich so vorbildlich hier gehalten. Florian kritisiert ja immer meine Fahrkünste. Was ist denn da? Ja. Das ist ein Unfall, glaube ich. Oh! Oh, machen wir mal eine Warnblinkanlage an, ne? Man Hier weiß ja ist nie. ein Unfall passiert. Oh. Das sieht aber gar nicht gut aus. Machen wir Fernlicht an. Naja, passiert schon mal, ne? So, und da sind wir auch schon mit unserem Mini-Mini-Mini-Konvoi. Da. Oh, jetzt fängt es aber an zu ruckeln hier. Mein Ja, lieber ich. Johann. Aber das Lustige ist, ich sehe dich auch immer so nach vorne und hinten springen, dann Ja, sieht ganz das kann ich lustig mir aus. vorstellen. Boah, du. Oh. Hier ist es auch echt gerade ein bisschen ruckelig gewesen. Ja. Hoi, das kannst du aber echt Frames zählen. Nee, ich Das weiß ist ein. nicht. Deswegen, also ich nehme ja jetzt auch nicht auf. Ich denke mal, eine Ruckelkamera reicht erstmal, ne? Ja, auf den Autobahnen ist ja immer super. Ja, auf den Autobahnen geht's eigentlich, aber.
Sobald Stadt, ne? Sobald da viele Fahrzeuge sind. Gönn dir, Abbieger. So. Boah. Wo musst du lang eigentlich? Jetzt Ich gleich muss jetzt. rechts, ne? Genau, rechts. Ah, dann müssen wir zum selben. Das ist Das ja ist ja mal eine witzig. schöne Sache. Oh, ich hatte den Retarder noch aktiviert. Das ist natürlich blöd. Oh. Hä? Ein Ampelausfall? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich glaube, die hat es einfach umgeschaltet. Nein, das ist ein Nee, Ampelausfall. die hat ja gerade noch. Ich glaube, die hat jetzt einfach. Ah! Weißt du was? Blinkende Ampel, das bedeutet Vorfahrt achten. Das ist, Ja. wenn eine defekte Ampel Nee, da. die ist einfach im Nachtbetrieb jetzt. Die hat. Es Ja. ist gerade 23 Uhr geworden. Ja, es ist auch scheißegal, ob jetzt defekt oder Nachtbetrieb. Das ist beide das gleiche. Nee, ist es Hallo, nicht. hallo, hallo, das geht nicht. Hallo, guck mal nach hinten, guck mal nach hinten. Was ist das für eine Sau? Was denn? Wie mache ich nochmal die Flycam? Ja, toll. Toll, jetzt habe ich hier einen Auflieger vor mir. Auf Wie Null mache ich machst nochmal du. die Auf Flycam? Null. Mann, jetzt habe ich die Faxen wieder dicke. So eine Sau, echt. Achso, ich muss hier gar nicht hin. Wieso muss ich denn hier gar nicht hin? Achso, ich muss woanders hin. Jetzt bin ich dir einfach blind gefolgt. Das sollte man nie tun. Was ist jetzt hier passiert? Ist jetzt gerade irgendwas passiert? Ich stehe hier irgendwie. Und ob hier was passiert ist. Hier hat ein Typ seinen Auflieger direkt vor mir Jetzt habe abgesetzt. ich die Flycam nicht mit den richtigen Tasten bewegt. Ja, du musst das mit dem Nummernblock machen. Den Ist Nummernblock. mir jetzt auch klar. Ja, stehst du hier noch lange oder auf wen wartest du denn? Ich? Mann. Ne. Nee, nicht du. Mann. So. So, da muss jetzt einmal kurz hier gestoßen werden. Da tut mir leid. Ach, lüg doch nicht. Tut dir Tut überhaupt mir nicht leid. aufrichtig leid. So, jetzt hat meine Kiste nämlich schon mal wieder. Ach so, nee, geht so. Ich reg mich hier gerade wegen nichts auf. Ja, das war schlecht eingefahren. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh, so. Ach, der Sangria ist leer. Egal. Jetzt haben wir es. Boah, ich bin gerade nicht fähig einzuparken, Ich auch echt. nicht. So, doch, da war's. So. Das war der Musikplayer. Falsche Taste. So. Hä, Musik? So. Das sind wir. Das war's also vom Multiplayer für diese Folge und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.